Eine wunderschöne neue Augustwoche. Ich bin heute gerade so verstöpselt, das irritiert mich gerade noch ein bisschen, denn draußen ist Baustellenlärm und ich hoffe, dass ich da ein bisschen reduzieren kann. Ich bin Marco Fusaro, ihr seht es heute mal wieder live aus Hamburg und meine liebe Kollegin Elisabeth, die heute für mich wieder die Sendeleitung übernommen hat, hat gerade schon etwas zu meiner Sturmfrisur bemerkt. Ja, das ist die nächste Stufe. Maskenbildnerin könnten wir gebrauchen, oder? Was denkst du, Elisabeth? Wäre die nächste Stufe. Und ein Beleuchter oder eine Beleuchterin, um das auch geschlechtsspezifisch wieder zu benennen. Warum eine zweiteilige Sendung Mitgliedschaft im Bildungswerk? Unlängst hat der geschäftsführende Vorstand des Bildungswerks 2 Tage getagt und unter anderem war dort ein Thema, ja, Mitgliedschaft im Bildungswerk. Und wie das so ist, selbst Vorstandsmitglieder fragen sich manchmal, warum soll man eigentlich Mitglied in so einer Organisation wie dem Bildungswerk sein? Da gibt es doch gar keine direkten Vorteile. Und also so dieses Klasse wie im Sportverein, ne, da werde ich nur Mitglied, wenn ich selber auch Sport treibe. Und sobald ich nicht mehr Sport treibe, trete ich aus. Ja. Und das hat uns dann veranlasst, uns nochmal mit dem Thema Mitgliedschaft zu beschäftigen. Also was bedeutet überhaupt Mitglied? Und wo kommt das her? Da haben wir festgestellt, dass wir ja Ende Oktober das wichtigste Gremium des Bildungswerks am Tagen haben. Okay, man mag das unterschiedlich sehen, was das Wichtigste ist, aber laut Satzung ist es das wichtigste und höchste Gremium, die Mitgliederversammlung. Und ja, es ist an der Zeit, vielleicht im Vorfeld noch das eine oder andere neue Mitglied zu gewinnen. Dazu dient die heutige Sendung und die Sendung am übermorgen, am Mittwoch. Da geht es halt um die Mitgliedschaft im Bildungswerk. Wenn ihr Fragen habt, Elisabeth hat das auch schon in den Chat geschrieben, könnt ihr das gerne dort notieren. Es ist ein Thema, das jetzt nicht nur für Verbände relevant ist, sondern natürlich auch für Vereine. Ja, der Hauptunterschied ist nur, wie die Mitglieder da aufgestellt sind. Ob das natürliche Personen sind oder ob das eher Körperschaften sind. Naja, und wir gucken uns das einfach mal an. Und ich habe dazu eine Kleinigkeit vorbereitet. Hoffe ich, dass meine Maus auch funktioniert. Funktioniert gerne mal nicht. Stöpsel. Aber sie steckt, aber sie leuchtet nicht. Gut. Dann muss ich so switchen. Zack. Mitgliedschaft im Bildungswerk. Und ja, als erstes, eben gerade schon angesagt, Ende Oktober, am 29. Oktober, haben wir Mitgliederversammlung in Mainz, eine ordentliche Mitgliederversammlung mit Neuwahlen. Und wer da mit seinem Verband noch sozusagen mitwirken möchte, ja, der sollte möglichst noch bis Ende September Mitglied werden, weil dann kriegen wir das alles passend auch noch für eure Beteiligung hin. Aber wo kommt das Wort Mitglied überhaupt her? Das ist ein recht altes Wort, taucht im Deutschen bereits im 16. Jahrhundert auf und bedeutet, dass man Angehörige einer Gemeinschaft ist oder einer, wie bei uns, einer Körperschaft. Ja? Körperschaft ist man eigentlich immer dann, wenn es ein bisschen formeller zugeht. Und das ist ein neutraler Begriff, also es gibt nicht irgendwie der Mitglied oder die Mitglied, das Mitglied ist Neutrum. Und es muss auch nicht unbedingt eine Person zwingend sein, sondern natürlich kann auch eine Körperschaft Mitglied in einer anderen Körperschaft sein. Und so ist das bei uns auch der Fall. Denn wenn man sich anschaut, wer Mitglied im Bildungswerk werden kann, und wir sind schon von vielen Menschen gefragt worden, also Übungsleiterin, Referente, Teilnehmer, kann ich Mitglied im Bildungswerk werden? Und dann müssen wir leider immer sagen, hey, du kannst uns unterstützen, du kannst uns spenden, du kannst auch an Veranstaltungen teilnehmen und dadurch natürlich auch die Bildungsarbeit unterstützen, für dich selbst, aber auch nutzen. Und unsere Satzung
der ist das in der Regel immer geregelt, wer Mitglied werden kann. So ist es auch in eurem Sportverein, wo ihr Mitglied seid, oder bei anderen Institutionen, wo ihr Mitglied seid, geregelt. Müsst ihr einfach mal nachschauen in die jeweilige Satzung. Da steht drin, wer Mitglied werden kann. Und bei uns ist das in zwei Absätzen geregelt. Im ersten Absatz ist geregelt, wer die ständigen Mitglieder sind. Sozusagen, die sind qua Satzung Mitglied. Das ist echt interessant. Können auch nicht ausgeschlossen werden, ja, weil die ständige Mitglieder sind. Zum Teil haben die das auch in ihren eigenen Satzungen verankert, dass die bei uns Mitglied sind. Und da handelt es sich natürlich um den Landessportbund Rheinland-Pfalz, die Sportjugend Rheinland-Pfalz sowie die Sportbünde Rheinland, Rheinhessen und Pfalz. Und der Landessportbund hat in seiner Satzung verankert, dass sie Mitglied bei uns sind und natürlich auch das Bildungswerk mittragen. Das bedeutet ideelle, aber auch materielle Unterstützung zu leisten. Das muss nicht immer eins zu eins auch Geld sein, ja, sage ich direkt, sondern es kann zum Beispiel sein, dass sie Räume zur Verfügung stellen. Bei uns machen sie zum Beispiel noch Personalkostenabrechnungen, solche Dinge. Ja, hauptsächlich aber ideelle Unterstützung. Naja, und als zweites und drittes und viertes können Mitglieder werden, also die Fachverbände, dann die Sportkreise in Rheinland-Pfalz und die Bildungseinrichtungen der Sportorganisationen. Da haben wir in Rheinland-Pfalz aber nur die Europäische Akademie des rheinland-pfälzischen Sports und die sind Mitglied bei uns. Auch alle Sportkreise in Rheinland-Pfalz sind Mitglied bei uns und 64 von 133 Fachverbänden. Naja, und an der Stelle ist dann der geschäftsführende Vorstand auch ein bisschen stutzig geworden, hat gesagt, 64 von 133, das ist ja weniger als die Hälfte. Ah, da müssen wir doch noch mal was tun. Und wenn wir das auch in den letzten Jahren, nicht nur wegen Corona, sondern überhaupt in den letzten Jahren, nicht so forciert haben mit der Mitgliedschaft. Also ist der Auftrag an den Geschäftsführer gegangen, sich doch nochmal verstärkt um die Fachverbände zu kümmern. Ja, 64 von 133 sind eine ganze Menge. Wer will, macht sich einen Screenshot und schaut sie sich an oder findet sie natürlich auch bei uns auf der Internetseite bildungswerksport.de. Im Menü nach Mitgliedschaft schauen und da findet ihr eine Liste der aktuellen Mitglieder des Bildungswerkes. Alle diejenigen, also das ist jetzt natürlich Ziel, aus einer Seite eine zweite Seite mit Fachverbänden zu erstellen, ja, und möglichst noch, wie gesagt, wenn man den Vorteil nutzen will, noch bis Ende September. Ansonsten aber natürlich gerne Laufe des Jahres oder auch im nächsten Jahr. Was muss man tun, um Mitglied werden zu können? Also A, man muss irgendwie als Fachverband registriert sein. Das kann ein Landesfachverband sein, es kann aber auch ein regionaler Fachverband sein. Also man ist im Prinzip dann Mitglied einer der drei Sportbünde oder eben des Landessportbundes, je nachdem, ob man ein regionaler Fachverband ist oder ein Landesfachverband. Und dann gibt es keinen formalen Prozess dazu. Ja, man kann einfach kundtun, dass man Mitglied werden möchte. Also in der Regel geschieht das dann durch einen Vorstandsbeschluss in eurem Fachverband oder in dem jeweiligen Fachverband. Und dieser Vorstandsbeschluss wird dann an das Bildungswerk herangetragen. Und ja, der Vorstand entscheidet dann über die Aufnahme des Mitglieds. Beziehungsweise, kann doch nie passieren, auch über den Ausschluss eines Mitglieds. Sollte der Vorstand ablehnen, was ich mir aktuell gar nicht vorstellen kann,
Dann kann der Fachverband, der den Antrag gestellt hat, den der nächsten Mitgliederversammlung vorlegen und dann würde die über diesen Widerspruch entscheiden. Und wenn dann die Mitgliederversammlung sagt, ja, du darfst Mitglied werden, dann dürft ihr Mitglied werden. Wenn die Mitgliederversammlung sagt, nee, es gibt berechtigte Gründe, dass ihr in eurem Fachverband nicht Mitglied werden könnt, dann eben nicht. Und diese Entscheidung ist endgültig. Genauso ist es, wie gesagt, bei einem Ausschluss. Ja, der Vorstand entscheidet. Da wird es wahrscheinlich so sein. Also in meiner 25-jährigen Zeit beim Bildungswerk noch nie vorgekommen. Dass es wahrscheinlich ein verbandsschädigendes Verhalten vorliegt. Wenn der Vorstand dann beschließt, also der Vorstand des Bildungswerkes beschließt, da ist ein Verhalten, das dem Bildungswerk als Ganzes oder auch in Teilen schaden kann, dann kann man sozusagen ein Ausschluss ausgesprochen werden. Gegen diesen Ausschluss kann dann der entsprechende Mitgliedsverband wieder einen Widerspruch einlegen und dann würde die nächste ordentliche Mitgliederversammlung, die alle 2 Jahre tagt, dann eben endgültig darüber, ja, entscheiden. Warum? In anderen Vereinen steht da wahrscheinlich noch, die Mitgliedschaft endet mit dem Tod, aber da bei uns ja nur institutionelle Mitglieder vorhanden sind, ja, das eben nicht. Klar ist, wenn eine Institution nicht mehr existiert, dann ist sie auch quasi nicht mehr Mitglied bei uns. Wenn man selber austreten möchte aus dem Bildungswerk, soll ja auch vorkommen, aber auch in den letzten 25 Jahren meiner Tätigkeit beim Bildungswerk nicht passiert, dann kann man den Austritt schriftlich formulieren und dann tritt man eben zum Ende eines Kalenderjahres aus. Also nicht irgendwie jedes Quartal kann man austreten, sondern zum Ende eines Kalenderjahres. Würde bedeuten, dass ihr spätestens im September diesen Jahres die Mitgliedschaft bei uns kündigen müsstet als Fachverband und dann wäret ihr zum Ende 2022 ausgetreten aus dem Bildungswerk. Aber wir wollen ja genau das Gegenteil erzielen. Wir wollen ja weitere Mitglieder gewinnen und dazu natürlich ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Die erstaunlicherweise scheinbar wichtigste Frage immer bei Mitgliedschaft ist auch, was kostet denn das Ganze? Und natürlich gibt es auch im Bildungswerk Mitgliedsbeiträge, die wie eigentlich in jedem Verein auch in dem Verband von der Mitgliederversammlung festgesetzt werden. In der Regel macht also der Vorstand einen Vorschlag, legt den der Mitgliederversammlung vor, die bestimmt dann darüber. Kann natürlich auch einen eigenen Vorschlag machen. Aktuell beträgt der Mitgliedsbeitrag 0 Euro. Das kommt noch aus den sonnigen Zeiten, wo der Landessportbund relativ großen Betrag an Fördermitteln bereitgestellt hat, sozusagen um seine Trägerschaft auch finanziell zu unterstreichen. Und damals wurde gesagt, ja, der Landessportbund bezahlt im Prinzip den Mitgliedsbeitrag für alle Mitglieder einfach über seine Trägerschaftsbeitrag. Der ist dann aus bekannten Gründen in den letzten Jahren immer weiter reduziert worden, bis er seit einigen Jahren bei 0 Euro liegt. Trotzdem, weil es dem Bildungswerk finanziell jetzt nicht prekär geht, hat die Mitgliederversammlung in den letzten Jahren alle 2 Jahre immer wieder den Mitgliedsbeitrag bei 0 Euro belassen. Und auch der Vorstand hat in den letzten Jahren keine Anläufe unternommen, diesen Mitgliedsbeitrag auf einen Betrag größer 0 anzuheben. In der Sitzung des geschäftsführenden Vorstandes, der die nächste Vorstandssitzung und damit auch die nächste Mitgliederversammlung vorbereitet hat,
wurde das Thema natürlich auch diskutiert und der geschäftsführende Vorstand hat beschlossen, dem Vorstand und der Mitgliederversammlung erneut den Vorschlag zu unterbreiten, den Mitgliedsbeitrag bei 0 Euro zu belassen. Ja, also ihr braucht jetzt keine Angst zu haben, wenn ihr jetzt irgendwie Mitglied werdet, dass dann im Ende Oktober plötzlich im Anschluss zur Mitgliederversammlung eine große Beitragsrechnung auf euch zukommt. Ja, der Mitgliedsbeitrag wird bei 0 Euro bleiben. Es sei denn, die Mitglieder, also aus dem Bereich der Mitglieder, kommt ein Antrag, das zu ändern. Das halte ich aber für total abwegig. Das scheint irgendwie auch noch nie passiert zu sein. Also nicht beim Bildungswerk, aber auch so, glaube ich, beim Verein nicht, dass Mitglieder gesagt haben, hey, wir müssen den Beitrag erhöhen. Ja, niedriger geht es beim Beitrag nicht, der ist bei 0 Euro. Aber natürlich gibt es auch eine Menge Vorteile. Okay, wenn es nichts kostet, dann sagt man ja auch häufig, was nichts kostet, ist nichts wert. Ja, man vergisst aber eben dieses ideelle Tun. Ja, das Bildungswerk ist ja 1974 gegründet worden, ist 1980 staatlich anerkannt worden, ist unter der Neuformulierung des Weiterbildungsgesetzes erneut staatlich anerkannt worden und die Stimme, ja, des rheinland-pfälzischen Sports in den Bereich der Erwachsenenbildung hinein. Ja, sind damit schon eine starke Stimme in einem Bereich, wo der Sport normalerweise gar nicht in dieser Art auftaucht. Trotzdem sind da sehr viele Organisationen, die sich in sportlichen Bereichen bewegen. Man könnte sagen, wenn wir nicht da wären, auch einfach an uns vorbei. Ja, und so haben wir schon eine wichtige Stimme und werden in einem Ministerium gehört, das, wie gesagt, normalerweise nicht unbedingt Sport so in ihrem Fokus oder in seinem Fokus hat. Aber was kann man formal als Mitglied tun? Ja, man kann alle 2 Jahre an der Mitgliederversammlung teilnehmen. Und das sind natürlich schon auch immer Veranstaltungen, wo nicht jeder teilnehmen darf. Also das ist schon mal was Besonderes. Man trifft da Menschen, die man nicht jeden Tag trifft. Und die Kolleginnen und Kollegen im Bildungswerk, also das Hauptamt, bereitet die Mitgliederversammlung eigentlich auch immer so vor, dass da bleibende Eindrücke bleiben, entstehen. Ja? Das kann in Online-Veranstaltungen genauso der Fall sein wie in Präsenzveranstaltungen. Wir hatten vom Veranstaltungsort die Lotto-Loge im Mainzer Fußballstadion, wo man normalerweise auch nicht so einfach reinkommt, über sehr brillante Redner, unter anderem auch damals in Mainz, hatten eine Mitgliederversammlung im Landtag von Rheinland-Pfalz. Mit dem Moderator Markus Appelmann, den man aus dem Fernsehen sonst nur kennt, und nicht so abgegriffen ist, wie vielleicht schon die ein oder anderen aus dem Bereich des Sports. Ja, also Markus Appelmann wird eher so in politischen Bereichen verankert. Und dann waren wir beim ZDF, hatten Führungen durch das Sendezentrum des ZDFs. Ja, kommt man normal auch nicht einfach so hin, fährt man nicht normalerweise so hin. Beziehungsweise auch im Landesmuseum in Mainz und Rheinland-Pfalz. Ja, also eigentlich immer an Orten, wo ein bisschen mehr Veranstaltung, ein bisschen mehr Wert ist, als wenn man jetzt einfach in so einem Veranstaltungsraum ist. Ja, Elisabeth schreibt gerade, es bleibt spannend. Sie ist gerade dabei, Locations abzufragen. Und wie gesagt, ein Fokus ist immer, dass es einen bestimmten Mehrwert gibt. Es geht uns nicht einfach nur um einen Tagungsort, sondern eben auch einen Tagungsort, wo man gerne hingeht. Das machen wir nicht nur aus Eigennutz. Ja? Also alles, was wir sagen wir mal, machen, machen wir ja auch exemplarisch für Vereine und Verbände, die bei uns Mitglied sind, beziehungsweise mit denen wir zu tun haben.
Denn ihr wisst es selbst, die Nachfrage nach Teilnahme an einer, also an einer Mitgliederversammlung ist häufig sehr gering. Ich meine, letzte Mitgliederversammlung vom Sportbund Rheinland, da waren keine 5% der Stimmen anwesend. Ja? Und in vielen Vereinen ist manchmal nicht mal der Vorstand komplett anwesend. Ja? Und dann geht es eben darum, zu zeigen, wie man eine Mitgliederversammlung aufstellen kann, mit welchen Partnern, damit das interessant wird. Da darf man sich nicht dann ärgern und sagen, ja, die kommen ja nur wegen, weil es beim ZDF ist, oder die kommen ja nur wegen, weil es im Landtag ist, oder nur wegen, weil es im Museum ist. Nee, man muss sagen, sie kommen zu uns, weil wir es geschafft haben, der Mitgliederversammlung einen zusätzlichen Wert zu geben und dann entsprechend, ja, wird das eben mit der Organisation verknüpft. Und genauso machen wir auch unsere Erlebnisbuffets. Ja? Also natürlich kann man sagen, die kommen nur wegen Franz Josef Reuteneuer, die kommen nur wegen, weil es was zu essen gibt. Ja? Oder die kommen nur wegen. Nein. Wenn der Kontakt zur Organisation nicht gut wäre, dann würden sie auch nicht kommen, wenn es was zu essen, wenn es nicht. Wenn der Kontakt nicht gut wäre, würden sie auch trotz des Essens nicht kommen und trotz der Unterhaltung nicht kommen. Ja, oder der Anregung nicht kommen. Das ist ganz einfach so. Also die Verknüpfung muss als Grundlage erstmal da sein. Die reicht aber häufig nicht aus. Und als nächstes, kommt sozusagen der Mehrwert. Ja, dieses der I-Punkt. Das eben, wo man sagt, wow, die machen sich Gedanken. Ja? Spulen nicht das Standardprogramm ab. Also eine Besonderheit, seitdem Claudia Altwasser Vorsitzende ist zum Beispiel, dass der Vorstand beim Bildungswerk in der Mitgliederversammlung nicht mehr vorne sitzt. Ja, was ihr sonst von allen anderen Mitgliederversammlungen kennt. Der Vorstand sitzt bei uns genauso wie die Mitglieder im Bereich der Mitglieder, ja, untereinander. Man kann die links, rechts, vorne, hinten ansprechen, die ganze Zeit. Und zu den einzelnen Programmpunkten so einer Mitgliederversammlung geht dann das entsprechende Vorstandsmitglied oder aber auch der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin nach vorne und berichtet. Oder es gibt Talkrunden oder Interviewrunden. Ja, ganz wichtig, dass eben nicht eben so ein die da oben und wir hier unten existiert, sondern dass man merkt, dass da eine Gemeinschaft ist. Und das bedeutet Mitglied. Ja, ne? Das Mitglied einer Gemeinschaft. Okay, also alle 2 Jahre an einer, lasst euch überraschen, wo es sein wird, Veranstaltung teilnehmen. Man kann Anträge zur Mitgliederversammlung stellen und somit die Arbeit des Bildungswerks mitgestalten. Das ist in der Regel viel zu selten der Fall, muss ich einfach mal so sagen. Aber auch in jedem Verein viel zu selten der Fall, dass Anträge gestellt werden. Und zwar thematische Anträge auch. Und ja, man hat das vornehme Recht, den Vorstand zu wählen. Ja, in diesem Jahr werden wieder direkt gewählt und die Vorsitzende oder der Vorsitzende, stellvertretende Vorsitzende, Schatzmeister und 3 Beisitzer werden direkt von der Mitgliederversammlung gewählt. Und die Vertreter der ständigen Mitglieder, die im Prinzip einen Sitz im Vorstand haben, da haben die entsprechenden Verbände ein Vorschlagsrecht. Ja, die können jeweils also Menschen in unseren Vorstand entsenden. Die müssen dann allerdings noch von der Mitgliederversammlung bestätigt werden. Ja, also die Mitglieder können schon bestimmen, ne, den, die oder die wollen wir nicht im Vorstand haben. Da glauben wir nicht, dass sie oder er sinnstiftend im Vorstand mitarbeitet. Gucke ich mal gerade, gibt es Hilfe für unsere eigene Mitgliederversammlung vom Sportverein? Natürlich stehen wir immer zu Fragen und Anregungen zur Verfügung. Ja, kann man immer mal ansprechen. Ladet uns dann einfach
mit in, vielleicht mal zu einer Vorstandssitzung ein. Dann können wir darüber sprechen, welche Erfahrungen ihr in der Vergangenheit gemacht habt, was dazu geführt hat, dass ihr, sag mal, externe Unterstützung haben wollt. Und wenn es darum geht, dass ihr vielleicht auch Unterstützung braucht, wenn ihr digitale Formate bei der Mitgliederversammlung einsetzen wollt, zum Beispiel komplett online oder hybrid. Wir wissen ja gar nicht so genau, wie das jetzt auch im Winter wieder sein wird. Dann könnt ihr uns gerne unterstützen, könnt ihr uns gerne anfragen und wir bieten euch dann unsere Unterstützung an, vom Setting bis hin auch zur Durchführung oder ja, ihr lagert das komplett an uns aus. Es geht ebenfalls. Genau, Elisabeth schreibt auch einfach eine Mail schreiben und dann sollte das klappen. Im zweiten Teil am Mittwoch gibt es dann auch die konkreten Vorteile. Denn das war mit einer der Hauptthemen unseres geschäftsführenden Vorstand, wo es hieß, und da sind wir ja irgendwie nicht anders als in anderen Strukturen, warum soll ich noch Mitglied in einer Gewerkschaft zum Beispiel sein, wenn ich doch als Mitarbeiter in eine Branche, die einen Tarifvertrag mit der Gewerkschaft ausgehandelt hat, eh davon profitiere? Also ich nehme das jetzt mal bei uns. Ja, wir haben Arbeitsverträge, die sind in Anlehnung an den TVL. Und wenn Verdi und die Mitarbeiter von Verdi da irgendwie streiken, ja, und ein Ergebnis erzielen, dann profitiere ich ja auch davon. Und ich gebe jetzt mal zu, ich bin nicht Mitglied einer Gewerkschaft, profitiere aber von der Arbeit der Gewerkschaften. Sollte man eigentlich nicht tun, denke ich gerade. Also ich doch nochmal Mitglied werden. Weil ich das eigentlich nie unterstütze. Und dann könnte man vielleicht sogar, wenn das Standing der Gewerkschaften innerhalb der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch größer wäre, natürlich auch vielleicht noch bessere Tarifergebnisse erzielen. Und so ist das hier bei uns genauso. Man kann jetzt, also wer da jetzt genau hinschaut, sieht, okay, die Großsportbünde, die sind Mitglied, die Sportkreise sind flächendeckend Mitglied. Ja, und jetzt sieht aber ein Ministerium, oh, nicht mal die Hälfte der Fachverbände ist Mitglied im Bildungswerk. Könnte das mit Ministerium sagen? Naja, so groß ist eure Rückendeckung ja nicht. Ja. Und dann hätten wir eigentlich gar nichts dagegen zu sagen. Wir müssen nur sagen, ja, habt ihr recht. Ja. Da würde ich auch sagen, na, es gibt halt die stillen Profiteure, ja, wie es in anderen Stellen das auch gibt. Genauso müsste man das wahrscheinlich im politischen Bereich sehen. Ja, ich bin nicht Mitglied einer politischen Partei. Das liegt vielleicht daran, dass ich mit allen Parteien von meinem Job her gut zusammenarbeiten können muss. Weil ich weiß ja nicht, wer bei der nächsten Wahl in die Regierung kommt. Und dann bin ich plötzlich Anhänger einer sozusagen Konkurrenzpartei. Aber diese Aussage gilt ja für die wenigsten Menschen. Ja. Und so kommt es dann zum Beispiel dazu, dass man sich in Trier 150 Mitglieder einer Partei die Mehrheit in einem Stadtrat haben von einer Stadt, die 100.000 Bewohner hat. Ja, wo man denkt, ja, wie kann das angehen, dass eine Partei mit 150 Mitgliedern oder so so einen Stadtrat so dominieren kann? Dann müsste der Postsportverein in Trier, der 3.500 Mitglieder, glaube ich, hat, der müsste ja viel mehr Recht haben, die Geschicke einer Stadt beeinflussen zu dürfen. Aber so ist das System. Wenn man die Möglichkeiten nicht nutzt, kann man keinen Einfluss nehmen, kann man nicht entsprechend mitbestimmen. Die Konfession lasse ich jetzt mal an dieser Stelle weg, denn die haben ja ähnliche Herausforderungen. Also Menschen sagen, das ist nicht mehr nötig. An unserer Stelle kann ich nur sagen, doch, eine starke Stimme des Sports im Bereich der Erwachsenenbildung ist nötig. Nur mit dieser starken Stimme ist es zum Beispiel gelungen, dass wir auch im Sport eine Überrollung zum Beispiel der Weiterbildungszuschüsse ja, realisiert bekommen haben. Man hätte ja auch sagen können,
Regierung hätte sagen können, nee, nur Alphabetisierungskurse werden in der Pandemie unterstützt. Ja, weil das ist das Wichtigste. Ja? Oder die politische Bildung wird unterstützt, weil das uns das Wichtigste ist. Nein, auch die ausgefallenen Bewegungsangebote wurden unterstützt und wir haben die Unterstützung dann auch entsprechend weitergegeben während der Pandemie. Oder dass alle Aus- und Fortbildungen des organisierten Sports grundsätzlich als Bildungsfreistellung anerkennungsfähig sind. Ja, also ein Verband kann einen Antrag stellen und kann sagen, meine Ausbildung zum C-Trainer soll eine Anerkennung nach Bildungsfreistellungsgesetz bekommen, dann geht die grundsätzlich durch. Ja? Und damit haben eure Teilnehmer dann das Recht, bei ihrem Arbeitgeber Bildungsfreistellung zu beantragen. Das kann dann auch dazu führen, dass ihr vielleicht flexibler in der Durchführung seid als Verband. Ja? Natürlich muss man nicht Mitglied im Bildungswerk sein, um diese Vorteile nutzen zu können, aber es wäre natürlich viel einfacher für uns, solche Dinge für den Sport durchzusetzen, wenn wir wüssten, dass ein Mehr dahinter steckt. Und worum es sich da, wie gesagt, im Einzelnen handelt, welche konkreten Vorteile es gibt, die aktuell immer noch zum Mitgliedsbeitrag von 0 Euro verfügbar sind und auch in den nächsten 2 Jahren mindestens bei 0 Euro bleiben. Dazu dann die Sendung am kommenden Mittwoch, also übermorgen. Wahrscheinlich auch von meiner Seite aus wieder aus Hamburg noch, denn hier gibt es ein bisschen Baustelle, die ich mich mit ein wenig zu kümmern habe. Wer gerne wieder einschalten möchte, dann auch nochmal so ein bisschen hinter die Kulissen blicken will, was da so im Einzelnen geschieht, am Mittwoch wieder um 11 Uhr. Und morgen steht an, liebe Elisabeth, du hast das bestimmt im Blick. 11 Uhr, beweglicher Rücken, entspannter Geist mit unserer lieben Kollegin Jutta Schüler. Sage ich auch noch was dazu. Immer viel zu selten unsere Jutta vor der Kamera. Jedes Mal super, wenn sie dabei ist. Nur zu empfehlen an alle Teilnehmer. So, dann schaue ich noch, ob es noch die eine oder andere Frage gibt. Renate hat sich bedankt. Ja, das stimmt. Ja, dann würde ich sagen, liebe Elisabeth, für heute war es das zu Bildungswerk Live zum Thema Mitglied im Bildungswerk. Wir haben mal die formalen Dinge angesprochen. Am Mittwoch dann das Potpourri der Vorteile und allen Zuschauerinnen und Zuschauern danke fürs Dabeisein. Für alle, die es im Real Life sehen, abonniert den Kanal, lasst ein Like da, beziehungsweise bei Fragen einfach eine Mail ans Team schicken. Vielen Dank an alle. Elisabeth, danke dir und tschüss.